Herzlich willkommen zum ZDF Kulturpalast, Ihrem Fachmagazin für wahre Liebe und E-Kultur. Heute mit dem besten Schauspieler der Welt, Lars Eidinger. Dem provokantesten Künstler unserer Zeit, Santiago Sierra. Der beliebtesten Pornodarstellerin des Vatikans, Tiffany Starr. Und der letzten Aktion von Justin Bieber. Armer Justin Bieber. Also am Anfang fanden ihn alle süß. Aber jetzt wächst dem Teenie-Star der erste Pflaum auf der Oberlippe und plötzlich eckt er überall an. Erst geht er auf englische Paparazzi los. Dann steckt der deutsche Zoll sein Kapuzineräffchen Melly in U-Haft. Und jetzt das. In Amsterdam besucht er das Anne-Frank-Haus und verewigt sich mit diesem Spruch im Gästebuch. Ich hoffe, sie wäre ein Belieber gewesen. Also ein Bieber-Fan. Das kann man jetzt natürlich hoffen, aber angesichts des Schicksals von Anne Frank ist das vielleicht nicht unbedingt der zentrale Punkt, Justin. Na gut, er ist ja erst 19. Und in puncto unsensibler Umgang mit dem Holocaust gab es schon Schlimmeres. Die Nummer von Santiago Sierra zum Beispiel. Der ließ es sich ja 2006 nicht nehmen, eine Synagoge in Stommeln bei Köln mit Autoabgasen zu füllen. Wie hat er denn das gemacht? Also das ist ja unglaublich. Der spanische Konzeptkünstler ließ 6 Autos laufen und leitete das Kohlenmonoxid über Schläuche in die abgedichtete Synagoge, bis man sich darin nur noch in Gasmaske aufhalten konnte. Mit dieser Aktion mit dem Titel 245 Kubikmeter wollte er auf die Banalisierung des Gedenkens an den Holocaust aufmerksam machen. Finde ich voll scheiße, sowas, Alter. Also ich finde das jetzt auch nicht irgendwie so provokante Installation, finde ich, das ist eher Körperverletzung so. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht irgendwie so mit meinem Auto irgendwo reinfahren und dann sagen so, nee, Moment mal Leute, ja, das ist Kunst, ja, was ich hier mache. So, ja, okay, so, das soll jetzt provozieren, das soll aufrütteln. Womit Bushido den Kernpunkt der Auseinandersetzung mit dem Övre Santiago Sierras angesprochen hat. Darf man im Kunstkontext Menschen verletzen oder ausbeuten, wenn es nur einem hehren Ziel dient? Der Klassiker von Sierra ist ja, dass er irgendwelche armen Menschen dafür bezahlt, sinnlose und schwere Arbeiten auszuführen, um so auf ihre Ausbeutung aufmerksam zu machen. Macht das Sinn? Um diese Frage zu klären, haben wir unser Kompetenzzentrum Patrick Wengenroth auf die Santiago Sierra-Retrospektive geschickt, die gerade in der Kunsthalle Tübingen läuft. Hey du mit dem komischen Bart, gib mir einen Euro! Gib mir einen Euro oder gib mir einen Job. Hä? Gib mir einen Euro, Mensch. Für einen Euro-Job, bitte. So, du Penner. Du gehst jetzt für mich in diese Santiago Sierra-Ausstellung und du bekommst 10 Euro von mir und erzählst mir, worum es dem Künstler geht. Da. 10 Euro? Danke. So, im Vordergrund der Rezeption von Santiago Sierra steht ja immer diese Frage, ist das jetzt nur pure Provokation oder gibt es auch einen tieferen Gedanken hinter? Hinter mir das Ausstellungsplakat, da steht dann fett drüber, this entrance is prohibited. Das ist eine der Kunstaktionen gewesen von Santiago Sierra. Und dann ist eine Riesenaufzählung von allen Menschen, die nicht rein dürfen. Und das umfasst dann, wenn man es genau liest, die gesamte Menschheit. Das ist jetzt, finde ich, noch eins der eindeutig lustigeren, wo ich aber ohnehin finde, dass das gesamte Werk von Sierra auch immer so ein ganz idiotischer Humor anhaftet, der sehr gut die Idiotie, in der sich unser Alltag bewegt und unser gesellschaftliches Leben und die kapitalistischen Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter bloßgestellt werden. Eine sehr interessante Aktion war in Hannover. In der Kästner-Gesellschaft hat er einfach das gesamte Erdgeschoss kubikmeterweise mit Schlamm gefüllt. Ursprünglich sollte das der Originalschlamm aus dem Maschsee sein. Der ist damals künstlich ausgehoben worden von Arbeitern, also das war so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Nationalsozialisten, damit es nicht so viele Arbeitslose gibt. Und der Witz war aber, dass jeder Museumsbesucher da so durchgewartet ist durch diesen Matsch und dass sie dann in diesen anderen Ausstellungsräumen alle ihre Spuren hinterlassen. Und natürlich dann immer noch in dem Wissen darum, was ist das eigentlich für ein Schlamm, nämlich der deutsche Schlamm der Geschichte. So, und im Unterschied zu Hannover ist hier in Tübingen einfach ein winziger Raum, in dem die so ein bisschen Schlamm hingelegt haben, aber extra mit so einer Absperrung, damit ja kein Zuschauer durch diesen Schlamm durchrennt, sich mit der deutschen Geschichte infiziert und das dann hier wieder durch die Kunsthalle Tübingen trägt. Aber diese Provokation ist natürlich an das Live-Moment, an das performative Moment seiner Kunstwerke gekoppelt. Und das geht hier natürlich total verloren, weil es irgendwie nur noch so ein Abklatsch ist von der eigentlichen Großinstallation, die es mal war. Und das ist natürlich schade.
Und dies hier ist die Rekonstruktion einer Aktion, die er in Zürich gemacht hat. Da haben politische Flüchtlinge einen Balken gegen Bezahlung halten müssen. Der Witz ist übrigens, hier in Tübingen sollten das immer sonntags auch Arbeiter aus Tübingen machen, gegen Bezahlung, diesen Balken halten einfach nur. Und, was denken Sie? Sie haben keine gefunden. So, ich habe jetzt Niedriglohnarbeiter da. Kommst du mal kurz, das ist unsere Praktikantin Marion. Wir machen das mal eben. So, eins, zwei, so, ach, tierisch. Boah. Das war diese umstrittene Aktion in der Synagoge in Köln. Der Zuschauer oder Museumsbesucher bekommt eine Gasmaske auf und begleitet von einem Feuerwehrmann darf der dann durch dieses wirklich innerhalb von einer halben Stunde würde man sterben, lebensgefährdende Giftgas wird er dann da durch die Synagoge geleitet. So, und dann gab es natürlich einen riesigen medialen Aufschrei. Es sind ja immer Rahmungsspielchen, die Santiago Sierra macht. Man denkt, oh, das ist ein ganz einfaches Ding, da hat er gepresste Scheiße oder da hat er Autoabgas in Synagoge. Ah, Provokation. Nein, der Mensch, der Zuschauer, der Rezipient macht die Rückkopplung. Oh Gott, Drittes Reich, mea culpa und so weiter. Grundsätzlich würde ich sagen, die meisten Kunstwerke von Santiago Sierra sind definitiv keine Provokation, sondern es ist einfach ein kluges Spiel mit Realitäten unseres Planeten und mit Machtstruktursetzungen, wie Dutschke gesagt hätte, die existieren, dass Menschen sinnlose Arbeit verrichten, dafür sinnlos wenig Geld bekommen. Und da kann man an dieser Stelle albernerweise nur das aktuelle Tokotronic-Album zitieren. Das sind alles, es stellt immer wieder die Frage, wie wir leben wollen. Doch wir aus dieser Perspektive guckt, dann sieht man die große Problematik dieser Ausstellung, weil hier sind drei Kunstwerke von Santiago Sierra in einen kleinen Raum gepfercht. Zum einen sind sie keine Aktionen mehr, weil es fehlen zum Beispiel die Arbeiter, die den Balken halten. Zum anderen sind die alle drei im selben Raum und nehmen sich gegenseitig sozusagen auratisch etwas weg. Und das ist das große Problem. Man hat immer diese Gleichzeitigkeit und das ist nicht gemeint. Und da geht natürlich die Message verloren. So, im Ernst, ich konnte das gar nicht glauben. Das sind drei Räume. Ich dachte, das geht immer noch weiter da hinten oder so. Und dann war plötzlich Schluss. Naja, was soll's. 10 Euro sind 10 Euro. Mal sehen, was gibt's denn heute hier? Ui. Danke, Patrick. Na, der ist ja schon lange Sierra-Fan. Spätestens seit er vor einem Jahr in dieser 12 Rooms-Ausstellung war. Da war auch eine Santiago Sierra-Performance zu sehen. Ein echter Kriegsveteran, der in einem Raum die Ecke anstarrt. Wobei ihm damals so ein bisschen die Schau gestohlen wurde von der nachgestellten Marina Abramovic-Performance nebenan. Der erste Eindruck ist ja bekloppt, eine nackte Frau auf dem Fahrradsattel an die Wand gehängt. Marina Abramovic steht hier Ende dieses Jahres wieder persönlich auf der Bühne in der USA-Premiere von The Life and Death of Marina Abramovic in New York, einem Musical über ihr Leben. An ihrer Seite Willem Dafoe, der Kobold aus Spider-Man. Singen muss Abramovic aber nicht, Willem Dafoe hingegen, der muss ran. Naja, also, es muss ja nicht jeder alles können. Der Regisseur des Stücks, Robert Wilson, setzt es ja manchmal sogar bewusst darauf an, dass seine Schauspieler keine begnadeten Sänger sind. Diese Woche hat das neueste Wilson-Stück seine Weltpremiere, eine Adaption von Peter Pan am Berliner Ensemble. Und auch da wird wieder inbrünstig gesungen, diesmal zur Musik von Coco Rosie. Rosie. Der neue Robert Wilson am Berliner Ensemble. Für ihn ist das wie eine Heimkehr. It's been a real honor. Es ist eine Ehre, ein Privileg, zurück zu sein.
to be back at the Berliner Ensemble. Und es ist besonders grandios, mit Coco Rosie zu arbeiten. To work with my two colleagues, Coco Rosie! Die beiden New Yorker Schwestern sind berühmt für ihre freakigen Spielzeugklangwelten. If you feel like it. Wenn Ihnen danach ist, lachen Sie ruhig. Aber gerne doch. Bei Familie Darling sind alle noch happy. Bei Peter Pan sieht es anders aus. Ich habe keine Mutter. Kein Wunder. Ich habe keine Mutter! Deshalb entführt Peter Pan, der nie erwachsen werden will, die Darling-Kinder mit in sein Niemandsland. Es ist interessant, die dunkle Seite bei Peter Pan zu entdecken. Sterben ist vielleicht das größte Abenteuer. The lightness needs the dark. Das Helle braucht das Dunkle. Ich trage einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd. Das Weiß ist weißer, weil es neben dem Schwarzen steht. Die Ungeliebten bewohnen das Niemandsland. Dort warten große Abenteuer. Und Captain Hook treibt sein Unwesen. Ihr Hundesöhne, bringt die Kinder an Deck. Wenn Wilson inszeniert, ist er ein bisschen selbst Peter Pan. Immer wenn ich arbeite, fühle ich mich, als wäre ich 6 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Je älter ich werde, desto weniger Gedanken versuche ich mir vor der ersten Probe zu machen. Und ich will nicht über das Stück sprechen. Deutsche Schauspieler wollen immer diskutieren. Das macht mich wahnsinnig. Bei Robert Wilson geht es nicht um Kopfgeburten. Es geht um eine Bilderwelt. Die hat er mit Bühne und Licht wie immer komplett selbst entworfen. Die Wilson-Magie funktioniert noch, auch wenn er seit Jahrzehnten fast dasselbe macht. Aber zu der düster-romantischen Peter-Pan-Geschichte passt sein Stil einfach. Also für mich wäre schon alleine die Musik von Coco Rosie Grund genug, sich das Stück anzuschauen. Bob Wilson hat aber auch immer ein Händchen, wenn er sich seine Musiker aussucht. Legendär war ja der Black Rider 1990 in Hamburg. Musik von Tom Waits, höchstpersönlich. I just want you to be happy. That's my only little wish. I'll fix your wagon and your musket and the spoon will have this dish. Und seitdem haben diese Leute bei Wilson-Stücken die Musik gemacht. Philip Glass, Lou Reed, Herbert Grönemeyer, Rufus Wainwright und zuletzt Anthony Haggerty, der die Musik zu dem Abramowitsch-Musical komponiert hat. Ist ja auch ein alter Trick von Regisseuren, sich einfach die derzeit angesagtesten Musiker zu schnappen und damit ihre Kunst immer cool und jugendaffin zu halten. Ganz ehrlich, habe ich nichts dagegen. Sebastian Hartmann hat sich ja auch für seine Krieg- und Frieden-Inszenierung den Elektromusiker Apparat geangelt. Das ist eine sehr gute Wahl.
Kann man so sagen, Nina, denn Apparat alias Sascha Ring kann fast alles. Indie-Pop-Balladen mit echten Gitarren, oder aber bratzigen Techno mit den Jungs von Mode Selector. Aber das reicht ihm noch nicht. Und gerade diese Clubkultur, wo es halt auch viel um so eine kurzzeitige Erfahrung am Abend geht, da nehmen die Leute nicht unbedingt viel mit von nach Hause. Und das wird irgendwann ein bisschen langweilig, weil man das Gefühl hat, man bedient einfach nur so. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich ein bisschen umzusehen und nach Sachen zu suchen, die mich da halt noch ein bisschen kicken. Der 1600 Seitenwälzer Krieg und Frieden von Leo Tolstoi ist so etwas. Zahlreiche Handlungsstränge und rund 250 Personen in Russland während des Kriegs gegen Napoleon. Die Einladung von Regisseur Sebastian Hartmann, das Mammutwerk fürs Theater zu vertonen, kam genau richtig. Zur Einstimmung auf die Proben verzog sich Sascha Ring auf eine einsame Insel. Der Tagesablauf, 4 Stunden lesen, 4 Stunden komponieren. Ich war da wirklich so emotional total in so einer Krieg- und Friedenwelt. Das ist ja, wenn man das so doll drinsteckt, beschäftigt das einen ja so. Und das habe ich dann einfach mitgenommen und habe dann auch wirklich oft manchmal musste das Lesen unterbrechen und bin dann schnell in meine kleine Hütte gelaufen und musste irgendwie schnell so eine Melodie schreiben, die ich da so im Kopf hatte. Und am Ende ging es eigentlich größtenteils einfach darum, so diese ganzen vielen verschiedenen Zustände und Gefühle zu illustrieren, um die es in diesem Buch geht. Das Ergebnis davon spielt er mit 2 Musikern live während der Aufführung von Krieg und Frieden im Zentraltheater Leipzig. Der zarte Gesang und die melancholischen Streicher schmiegen sich weich in Sebastian Hartmanns düstere Inszenierung. Was diese Inszenierung so hervorhebt, ist nicht nur die Musik von Apparat. Sebastian Hartmann hat sich von der Romanvorlage gelöst und die 5,5-stündige Aufführung nach Themenkomplexen sortiert. Im Zentrum steht die Suche nach dem Ich und die alte Frage, wie soll man leben? Sascha Rings Gesang ist wie Urlaub während des ziemlich überfordernden Stückes, in dem Schauspielerinnen wie Heike Mackert ständig die Rollen wechseln. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass diese beiden Welten so meine Indie-Elektronik-Pop-Welt und dieses ganze Theateruniversum, dass es da, es gibt nicht so viele Schnittstellen. Ist natürlich erstmal krass, wenn man so merkt, naja, es ist halt nicht jeder so wahnsinnig open-minded. An Szenen wie diese mit der kleinwüchsigen Darstellerin Jana Zöll muss man sich erstmal gewöhnen. Ein schöner Gott! Zum ersten Mal war Sascha Ring nicht die Hauptperson und nicht im Rampenlicht. Alles wurde gemeinsam entwickelt. Seine Lieder untermalen meist nur die Arbeit der Schauspieler. Am Ende steht ein überwältigender Theaterabend, der Anfang Mai auch beim Berliner Theatertreffen zu sehen sein wird. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen und am besten vorher noch mal das Buch lesen. Was sagte Peer Steinbrück, als er neulich gefragt wurde, was er in die Zukunft mitnehmen würde? Erstens ein Taschenmesser. Zweitens eine Flasche Rotwein. Wie teuer, das hat er diesmal nicht gesagt. Und drittens Tolstois Krieg und Frieden. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich kenne, wie gesagt, den Autor, beziehungsweise den Schreiberling kenne ich halt so aus meinen
Bibliothek besuchen, aber ich habe da jetzt keine Ahnung von. Und auch er ist großer Krieg- und Frieden-Fan, Papst Franziskus. Zum Amtsantritt war zu lesen, dass zu seinen literarischen Vorlieben vor allem Tolstoi, Dostojewski und Hölderlin gehören. Das ist löblich und sollte als gutes Beispiel auch für die anderen Bewohner des Vatikans gelten. Die schauen ja sonst eher Werke wie Züchtigung im dunklen Hobbykeller, Teen-Fesselspiele.avi. Das zumindest enthüllte gerade die File-Sharing-Plattform Torrent Freak. Die Datenpiraten haben sich mal die Mühe gemacht, zu gucken, was im Vatikan so illegal an Filmen heruntergeladen wird. Ein Favorit in der Heiligen Stadt scheint ja auch dieser Clip zu sein. TPH, Tiffany Starr and Sheena Shaw. Wobei TPH, wie Sie wahrscheinlich eh wissen, für Transsexual Pussy Hunters steht. Die Pornodarstellerin Tiffany Starr zeigte sich hoch erfreut und sagte, Zitat, ich finde es toll, dass meine Arbeit so weite Verbreitung findet, dass sogar Menschen im Vatikan sich daran erfreuen. Wir wollen da jetzt mal nicht den ersten Stein werfen. Tolstoi war ja auch ein wahrer Sexmaniac, was den Papst offenbar nicht stört. Und Shakespeare steht ja auch immer noch in der Vatikanbibliothek, auch wenn sich bei dem viel um Sex dreht. Also ziemlich viel, mehr als Sie überhaupt denken. Das behauptet zumindest mein heutiger Gast, der Schauspieler und Regisseur Lars Eidinger. Muss man den jetzt noch vorstellen extra? Della! Naja, wir machen es einfach, weil's immer wieder schön ist. Lars Eidinger. Wenn er die Theaterbühne betritt, kann man nie sicher sein, was einen erwartet. Was denkt ihr beide eigentlich, wer ihr seid? Jeder Mann ist ein König! Und ich bin hier der König! Ja, ein König ist er. Und an der Schaubühne liebt man ihn dafür. Hier spielt sich der wandelbare Ganzkörpereinsatzmann in den Inszenierungen von Thomas Ostermeier stets an seine Grenzen. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Aber das Spielen allein reicht dem Anerkennungssüchtigen nicht aus. Eidinger inszeniert auch noch selbst. Nach seinem Regiedebüt mit Schillers Räubern kommt er jetzt mit Romeo und Julia auf die große Bühne der Schaubühne in Berlin. Wie sie die Hand auf die Fange lehnt, bricht der Handschuh doch auf dieser Hand und küsste diese Wange. Oh. Weh mir! Sie spricht. Oh, sprich noch einmal, holder Engel. Oh, wie sie auf die Hand die Wange legt! Wär ich der Handschuh doch auf dieser Hand und küsste diese Wange! Weh mir! Nächste Epoche. Ach ja, echt, geht noch weiter. Oh, ey, wie sie die Hand auf die Wange legt, wär ich der Handschuh doch auf dieser. Ich bin Tanker. Ne, das ist gut. Ja. Ja. Wäre ich der Handschuh doch auf dieser Hand und küsse die Wange. Weh mir! Weh mir! Romy und Julia, Klassiker, ja. Classic Shit, wie wir so schön sagen. Aber ich frage mich natürlich, das läuft, glaube ich, an über 10 Theatern gerade in Deutschland. Warum wählst du gerade diesen Klassiker für deine Inszenierung? Ist es so? Ja. Läuft es an so vielen Theatern? Ja, auch als Ballett und so. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also ich habe wirklich jetzt Romeo und Julia gemacht, ohne es vorher gesehen zu haben. Ich kenne natürlich das Stück, aber es ist tatsächlich so, dass mich genau so dieses Klischee interessiert. Ich finde interessant zu untersuchen, inwieweit wir heute der romantischen Verklärung von Liebe erliegen. Was ist Liebe eigentlich? Ja, was ist das, dieses, wo, ist ja ganz komisch, dass es ein Begriff ist, mit dem man immer operiert, aber wenn einer fragt, was ist denn Liebe, dann heißt es ja, Liebe ist Punkt, 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 oder man weiß es nicht so richtig. Und ich glaube, oder ich versuche in der Arbeit zu untersuchen, ob es nicht viel konkretere Gründe gibt, warum man jemandem nah sein will. Also sprich, wenn ich jetzt diesen Balkon habe mit Romeo und Julia, könnte es nicht sein, dass der Romeo mit der Julia ins Bett will? Dass das auch ein Grund ist, ja? Ich meine, es ist ja bei Romeo und Julia, die kennen sich, wenn der am Balkon steht, genau eine Stunde.
Ja, da kann man dann nicht wirklich von Liebe reden, finde ich. Die sagen nicht, lass uns doch erstmal ins Kino gehen, was essen, sondern es geht tatsächlich auch um was Körperliches. Und das finde ich total interessant und modern und heutig. Und wenn dir der namenlose Name nicht gefällt, dann nenn mich! Nenn mich Romeo aus der Julia-Welt! Ich nehme dich bei Wort und nehme dich! Jetzt bist du als Schauspieler aber jemand, der ja von auch gewisserweise von der Liebe deines Publikums, also von der Gunst, um es sehr ehren zu sagen, auch irgendwie lebt und ich glaube auch braucht. Also wenn du jetzt sagst, ich gehe auf die Bühne, um bestätigt zu werden, unterschreibe ich das. Wenn man sagt, man will auf die Bühne, um geliebt zu werden, dann wird es schon wieder schwammig. So. Was ist das eigentlich? So. Aber Bestätigung, also dass die Leute danach klatschen und Bravo rufen oder danach zu mir kommen und mir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, das gefällt mir oder das ist auch tatsächlich das, was mich antreibt. Ist das dann auch eine Art Eigenliebe? Ich bin, glaube ich, relativ offen oder gehe offensiv sozusagen mit Narzissmus um. Ja? Mhm. Aber ich würde mal behaupten, dass wir alle narzisstisch sind. Ja? Nur es ist irgendwie nicht schick, das zuzugeben. Und ich habe keine Lust auf diese Koketterie oder versuche so dagegen anzugehen, indem ich mich auch sozusagen lobe. Ja? und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so fast eine Marktlücke ist, ja, oder dass es selten ist. Und schon heißt es irgendwie, Lars Eidinger, der größenwahnsinnige Typ von der Schaubühne, nur weil ich sage, ich bin als Hamlet gut. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass du ja dafür bekannt bist, was ich sehr charmant finde, auch wenn jemand das Theater verlässt, während des Stückes mit den Menschen zu diskutieren, ihnen teilweise nachzustellen. Ich frage mich einfach nur, wie das dann werden kann, wenn du im Publikum sitzt und nicht auf der Bühne und jemand verlässt das Stück oder sagt irgendwas. Wie wirst du mit der Kritik als Regisseur umgehen? Normalerweise ist der Regisseur ja nicht da, wenn die dann Vorstellungen haben, dann bin ich ja nicht immer im Saal. Aber ich werde schon oft gucken. Und ehrlich gesagt denke ich dann eher, das, was ich im Moment mache, ja, wenn wir proben, dass wenn mir irgendwas nicht gefällt, dass ich direkt zu dem Schauspieler sage, fang noch mal an und denk mal über das nach und spiel's mal in die Richtung. Und plötzlich merke ich, wie so eine Anweisung wirklich, das ist dann teilweise ein Unterschied von Tag und Nacht, wie viel es verändern kann. Und da habe ich manchmal gedacht, die Freiheit müsste man eigentlich auch in einer Vorstellung in der Öffentlichen haben. Ich hatte zum Beispiel mal eine Vorstellung, Hedda Gabler mit Katharina Schüttler, der hat plötzlich so auf dem absoluten Peakpoint des Dramas ein Zuschauer gesagt, oh, es ist langweilig. In der größten Spannung. Und dann habe ich ihn gefragt, was langweilig? Und er so, ja, die Alte schläft doch gleich ein. Und hat so auf Katharina gezeigt. Dann meinte ich, ja, aber wie willst du es denn? Also, und er so dramatischer, ja. Und dann bin ich abgegangen, ja, und habe es nochmal anders gespielt, dramatischer, ja. Und auch wenn es erstmal der absolute Albtraum ist, dass da jemand reinruft, das ist doch toll, dass es geht im Theater. Ich finde es super. Danke, Lars Eidinger. Ich frage mich ja immer, was sind das für Leute, die sich im Theater zu so Zwischenrufen hinreißen lassen? Oder auch nur diese bescheuerten Buhrufe am Ende? Eigentlich kenne ich nur eine Person, der ich sowas zutrauen würde. Paul, warst du letztens bei Hedda Gabler? Ich habe zwei Karten für Romeo und Julia von Lars Eidinger von der Schaubude. Kann ja mal passieren, dass einer im Schlussmonolog irgendwas reinruft, wie zum Beispiel emotionaler! Wird überhaupt die Julia von seinem Penis gespielt? Und welches arme Würstchen spielt denn Romeo? Und kam es aus seinem Arsch? Denken Sie da mal drüber nach. Das war's für heute mit dem ZDF Kulturpalast. Tschüss. Mach doch noch mal ein bisschen dramatischer, Nina. Sicher. Das war mein Bauch.